Mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max könnt ihr ProRes Videoaufnahmen auf externen Festplatten aufnehmen, aber zum Beispiel auch auf so kleinen USB-C-Sticks, und ich möchte euch in diesem Video gerne zeigen, wie das Ganze konkret funktioniert. Wenn dich Tipps und Tricks rund um das iPhone und Apple interessieren, ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da. Um mit eurem iPhone ProRes Videoaufnahmen auf externen Festplatten aufnehmen zu können, benötigt ihr zuallererst ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max oder neuer mit iOS 17.1. Das ist die Mindestversion, die ihr erfüllen müsst, um diese Videos aufnehmen zu können. Im Anschluss könnt ihr dann jede beliebige USB-C Festplatte an eurem iPhone anschließen und auf diese aufnehmen oder natürlich auch auf so einen kleinen USB-C Stick mit in diesem Fall 256 GB, was ich persönlich sehr praktisch finde. Die gibt es bereits für etwa 20 €, verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, denn so könnt ihr eben ganz einfach und schnell die Aufnahmen auf so einem kleinen USB Stick aufnehmen und daraufhin dann natürlich auch an eurem Mac oder PC anschließen, um die Aufnahmen zu übertragen. Bei mir wurde der USB-C-Stick allerdings in einem Format geliefert, was das iPhone nicht lesen kann. Dieses Dateisystem wird nicht unterstützt und ihr müsst es eben einmal umformatieren. Und das funktioniert extrem einfach auf dem Mac, ganz einfach über das Festplattendienstprogramm. Da könnt ihr einmal den USB-C-Stick löschen und daraufhin entsprechend einmal auf EXFAT oder APFS umformatieren, und daraufhin wird der Stick auch erkannt. Unter Windows funktioniert das genauso. Da gibt es diverse Programme, mit denen ihr ganz einfach euren USB-C-Stick einmal löschen könnt und entsprechend dann in das richtige Format umformatieren könnt. Um Videos in ProRes aufnehmen zu können, müsst ihr nun noch einmal auf eurem iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max in die Einstellungen gehen und hier einmal etwas weiter nach unten bis zu Kamera scrollen. Hier einmal raufgehen und daraufhin dann hier einmal auf den Punkt Formate und dann hier einmal ganz nach unten, denn dann findet ihr hier einmal Apple ProRes. Ihr könnt hier noch einmal die Codierung auswählen. Ich habe hier jetzt einmal Log ausgewählt. Ihr könnt aber auch HDR oder SDR auswählen, also je nachdem, in welchem Format bzw. welcher Codierung ihr das Ganze aufnehmen möchtet. Log eben in diesem Fall, um möglichst viel in der Nachbearbeitung noch herausholen zu können. Also wichtig, das Ganze hier ganz unten einmal zu aktivieren, damit ihr eben diese Funktion habt, um auf einem externen USB-Stick das Ganze aufnehmen zu können. Daraufhin könnt ihr dann den USB-C-Stick nehmen und diesen einmal in euer iPhone stecken und dann auch schon hier einmal die Kamera-App öffnen. Und wenn wir hier auf Video gehen und hier oben einmal ProRes aktivieren, das funktioniert dann hier über diesen Button hier, dann seht ihr auch schon direkt hier unten wird ein USB-C-Stick erkannt. Das wird hier direkt mit angezeigt. Und wenn ihr eben den USB-C-Stick im richtigen Format formatiert habt, dann könnt ihr jetzt auch direkt hier loslegen. Ihr seht, das ist hier eben auch das Log-Profil. Wir können hier Video starten auswählen und entsprechend diese Aufnahme hier mit dem iPhone 15 Pro tätigen. Und diese wird jetzt eben nicht auf dem iPhone gespeichert, sondern direkt auf dem USB-C-Stick. Wir können es hier dann einmal pausieren. Das Ganze wird dann auch schon gespeichert. Und ihr habt übrigens hier noch die Möglichkeit, wenn ihr einmal nach oben zieht, dass ihr hier auch ganz einfach wechseln könnt. Ihr seht hier Pro, dort könnt ihr das Ganze ebenfalls ein- und ausschalten, also da gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Die ProRes-Aufnahmen auf dem USB-C-Stick könnt ihr jetzt natürlich, wie bereits erwähnt, an eurem Mac oder PC öffnen. Ihr könnt aber auch ganz einfach, wenn ihr diesen eingesteckt habt, einmal in die Dateien-App gehen und dann findet ihr hier natürlich ebenfalls die USB-C-Festplatte. Ich habe die hier jetzt iPhone SSD genannt. Wenn ihr dort drauf geht, dann haben wir hier eben auch die Möglichkeit, ganz einfach auf den Ordner zuzugreifen, können hier eben reingehen und finden dann hier auch die ganzen Videoaufnahmen, die wir eben getätigt haben. Das heißt, hier haben wir natürlich auch ganz klassisches Zugriff darauf und können natürlich auch andere Dateien auf diesen USB-C-Stick übertragen. Also der funktioniert natürlich ganz normal als normaler USB-C-Stick auf eurem iPhone. Und was ich außerdem noch ganz cool finde, wenn ihr die Fotos-App öffnet, dann findet ihr hier ganz rechts auch, wenn der USB-C-Stick eingesteckt ist, den Importieren-Punkt. Der erscheint dann automatisch, dort könnt ihr raufgehen und dann natürlich auch diese Objekte ganz einfach importieren. Das heißt, ihr könnt sie vom USB-C-Stick auf euer iPhone übertragen, auf euren iPhone-internen Speicher. Das heißt, da habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, die Daten ganz einfach auf eurem iPhone zu sichern, wenn ihr das zusätzlich möchtet. Insgesamt finde ich, dass das eine extrem praktische Sache ist. Dieser USB-C-Stick kann natürlich erst einmal für die ProRes-Videoaufnahmen verwendet werden, aber natürlich auch für alle anderen Dateien, für irgendwelche Fotos, Videos, die ihr übertragen möchtet, oder sonstige Dokumente, die eben sehr viel Speicherplatz einnehmen, entweder über die Fotos-App ganz einfach übertragen oder auch über die Dateien-App. Das heißt, insgesamt bekommt ihr mit diesem kleinen USB-C-Stick für wenig Geld nochmal zusätzlich Speicherplatz auf eurem iPhone und man kann ihn jederzeit mitnehmen. Daher auf jeden Fall extrem praktisch im Alltag.
Wie ihr seht, ist es wirklich nicht schwer, mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max professionelle Logaufnahmen in ProRes auf einem kleinen USB-C-Stick aufzunehmen und so natürlich einerseits den Speicherplatz auf dem iPhone zu sparen und gleichzeitig dann diesen USB-C-Stick an einem Mac oder PC anzuschließen, um am Ende mit dem Videomaterial zu arbeiten. Und ich hoffe natürlich, ich konnte euch hiermit einen ganz guten Überblick geben, wie das Ganze funktioniert. Wenn das der Fall war, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zu dieser Möglichkeit mal unten in die Kommentare und vergesst nicht meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.